Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Und wie ihr seht, es ist 9 Uhr morgens. Ich habe mich im bestmöglichen Moment eingeloggt. Und wir sind undetected. Perfekt, besser könnte es nicht aussehen. Ich bin hier jetzt gerade bei einer neuen Session. Also, ich habe zwischendrin eine längere Pause gemacht. Einfach weil ich sehr viele Folgen davor aufgenommen habe. Habe mich bloß immer mal wieder kurz eingeloggt, damit meine Gegenstände nicht verschwinden. Weil, wenn man sich hier zu lange nicht einloggt auf den Servern von Privatleuten. Ist das so? Ich muss den Tonmenü ein bisschen leiser machen, es tut mir leid, ich vergesse das jedes Mal vorher. Dann werden irgendwann mal die Charaktere zurückgesetzt, bzw. die Bauplätze verschwinden eben, ja, ist ja klar. Damit die Leute wieder Platz auf ihren Servern bekommen. Aber das passiert hier nicht so schnell, man hat hier ziemlich viel Zeit, das ist echt cool. Und der Server wächst mir immer mehr ans Herz, ich kann mir auch immer mehr die Umgebung, lerne ich immer mehr kennen und weiß immer mehr, was wohin, nicht genau, was wohin gehört, sondern, wie ich mich hier zu verhalten habe in dieser postapokalyptischen Welt und wie ich die Zombies vom Leib, mich für mir Zombies vom Leib halten kann. Ich nehme mal ein bisschen Essen mit. Ich würde sagen, dann gehen wir auch langsam mal wieder los. Es ist früh am Tag, also wir können prinzipiell den ganzen Tag über irgendwelche schönen Dinge tun. Ich bastel mir noch mal. Ah, ich habe noch Sticks, also brauche ich jetzt nicht unbedingt. Noch mehr Bolzen brauche ich auch nicht unbedingt gerade welche. Also dann kann ich mir später vielleicht aus den Sticks was anderes Schönes machen. So, ihr wisst noch, unser schönes Häuschen hier, was wir uns fertig gebaut haben. Da wollen wir heute mal schauen, ob wir da heute weitermachen können dran. Wäre doch. Oh, ist ein Loch in der Decke. Machen wir gleich mal zu. So. Schwupp. Zu. Und ja, alles noch wie es war. Die Tür, da gehen wir jetzt mal nicht raus. Wir können noch ein bisschen Holz schlagen später am Tag und. Uah. Ich habe immer wieder Angst vor unseren Sticks. Da kommt schon die erste Zombie-Kackbratze. Ach, lassen wir sie einfach laufen. Uah, da hinten sind wieder Sachen abgeworfen worden. Ich würde sagen, da machen wir uns direkt mal auf. Und da ist ein kleiner Hirschen. Das Gasthaus zum Hirschen. Naja, jagen können wir später noch. Aber diese komischen Abwurfdinger, die gibt es eben nur einmal am Tag. Und deswegen. Da ist schon wieder so eine Mutti hinter uns. Ihr hört es genau. Sie jammert und heult. Supplies. Ah, auf jeden Fall habe ich sie. Und ich habe auch noch ein bisschen Zeit, glaube ich, bevor hier der nächste Zombie kommt. Noch ein bisschen suchen, im Müll suchen. Ich krame ein wenig im Müll herum, da hinten. Ah, nein, das ist das von hier, ne? Ne, da hinten ist nochmal irgendwas. Machen wir uns auch gleich mal noch auf. Da mal ein Blickchen reinwerfen. Ich habe wieder altes Stinkebrot dabei. Das ist doch schön. Da fängt der Tag doch gleich gut an. Mit Stinkebrot im Rucksack. Und da hinten ist tatsächlich nochmal ein Supply-Teil. Eine Supply Crate. Ich weiß nicht, wie man die Dinger sonst nennen soll. Hilfe, Hilfe. Ich würde sagen, den Lauf dieser Schrotflinte holen wir uns gleich noch. Ich könnte einfach mal das hier aufessen. Oh, sorry, ich habe die Helligkeit verändert. Was ich auf der 5 liegen habe. Mann, hier ist schon wieder voll. Ich muss doch irgendwo da vorne jetzt. Ja, ich sehe es schon. Ich glaube, es liegt da, wo der dicke Zombie gerade rumläuft. Na, vielleicht lasse ich das jetzt auch mal da. Das hat einfach keinen Wert. Da muss ich wieder durch zigtausend Zombies prügeln, wenn ich das will. Uah! Ein Schwein. Uah, ich dachte gerade, es wäre ein Hund. Alter. Schwein macht mir nicht solche Angst. Uah. Irgendwann brauche ich mal eine Facecam. Für solche Augenblicke. Aber gerade im Moment habe ich leider nicht die Festplattenkapazität dafür. Das ist nämlich ziemlich speicherintensiv, wenn man sowas macht. Und da habe ich. Ich habe leider gerade nicht das Geld, um mir eine neue Festplatte zu kaufen. Das ist ein bisschen traurig. Sonst wäre das durchaus möglich, das so zu machen. Ach, schmeiß mal das Moldy Bread wieder in den leeren Baumstumpf. Kann ich gleich mal hier die Bücher lernen, die ich gefunden habe. Drei neue Rezepte, dann hier nochmal ein Buch. Kein neues Rezept, das habe ich also schon gekannt. Dann kenne ich das hier wahrscheinlich auch schon.
Oh, Recipes already known. Ach so, okay, dann habe ich das andere aber wohl doch noch nicht gekannt. Home Maintenance Book. One new recipe. Na, immerhin. Immerhin, immerhin. Ein Haufen Bücher gefunden. Charakter ist weitergekommen. Ich bin undetected gerade, das ist ja cool. Ich würde mich jetzt mal auf die Suche nach ein bisschen was zum Mampfen machen vielleicht. Das ein oder andere Tierchen schnappen. Wer brüllt denn da so hässlich? Ist egal. Hier irgendwie und ich kann nicht mehr aufstehen. Uah. Ah, so. Ich habe bisher immer nur kurzzeitig gekrochen, aber wenn ich hier Control bzw. STRG dann eben an der Windows-Tastatur drücke, dann krieche ich wohl dauerhaft. Jetzt habe ich leider wieder das Stinkefleisch bei mir. Also, wenn man diese Tiere tötet, dann kriegt man immer Fleisch und das stinkt. Also, das riechen die Zombies halt und. Ist ja klar, ne? Frisches Fleisch. Erinnert ihr euch an den Butcher aus Diablo 2? Ah, fresh meat, hat er auf Englisch gesagt, wenn man kam. Auf Deutsch war es, glaube ich, irgendwie so was Ähnliches. Halt eben, ah, frisches Fleisch oder so. Oh, die scheiß Knochen, die ich immer dabei habe. I don't need any Knochen. I don't need any Knochen. Und dieses Buch brauche ich auch nicht. So leid es mir tut, ich muss es wegschmeißen. Ich könnte eigentlich damit einheizen. Naja, gut, dann kann ich auch Baum fällen. Apropos Baumfällen. Wir bräuchten doch noch das ein oder andere Bäumchen, damit wir unser Haus weiter ausbauen können. Weil, ich habe das ja letztes Mal schon erwähnt, 15 Blöcke weit können die einen riechen. Also braucht man mindestens 15 Blöcke Mauern. Also die Entfernung eben, es muss mindestens 15 Blöcke sein. Und sie muss oben zu sein, damit die scheiß Spider-Zombies nicht drüber können. Und eigentlich möchte ich mir ja eine Untergrundbasis bauen. Deswegen muss ich auch nach Möglichkeit Metall sammeln noch. Da hinten ist ein Baumstumpf wieder, da gucke ich gleich auch nochmal rein. Sehe ich aus dem Augenwahinkel. Ein bisschen was zum Trinken haben wir dabei, ein bisschen was zum Essen haben wir dabei. Frisches Fleisch haben wir dabei, das heißt, wir haben wieder Vorräte, 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 Vorräte en masse. Das ist natürlich wunderbar. Es sieht ganz gut aus momentan. Aber ich muss mich leider immer noch nachts ausloggen, weil irgendwann die Zombies immer auf mich los, also die handeln mich irgendwann und dann... ja, ich möchte einfach nicht riskieren, dass unser ganzes Haus kaputt geht, deswegen muss ich mich nachts momentan noch ausloggen. Das tut mir auch echt leid und das ist echt irgendwie lame. Aber ich habe einfach keine Lust, dass ich die ganze Zeit sterbe. Während ich das hier, aufnehme, lädt gleichzeitig im Hintergrund der nächste WoW, WOD eigentlich. Oh, Manu. Der nächste WOD-Patch. Ich bin echt gespannt, was diesmal kommt. In dem neuen Patch. Ich habe noch keine Patch-Notes gelesen. Das erfahrt ihr dann in einer der nächsten... Oh, das habt ihr schon erfahren eigentlich. Eigentlich habt ihr das schon erfahren. Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Weil die Folge schon kam. Weil Wallace of Draenor bin ich ein bisschen im Hintertreffen. Im Vergleich hier mit 7 Days to Die. Dann habe ich deutlich mehr aufgenommen schon. Und dann tue ich auch das alle 2 Tage raushauen. Vielleicht ändere ich das auch irgendwann. Also wenn WOD fertig ist, sagen wir es mal so. Wenn WOD fertig ist, dass ich das hier dann vielleicht dann täglich mache. Muss ich mal schauen. Weil die Beta läuft ja nicht so ewig lang. Und dann mache ich vielleicht noch so ein paar Spezialsachen zu WOD. Vielleicht so Raid zeigen oder so. Oder irgendwelche Spezialquests oder so. Keine Ahnung. Mal schauen, wie ich das dann mache. Aber vom Prinzip her könnte ich auch das hier täglich machen. Momentan. Aber ich weiß halt, wie das dann nachher wird, wenn ich dann... da grunzt doch jemand. Ja, da hinten. Wenn ich dann nachher wieder studiere, dann habe ich wieder keine Zeit für nix. Das ist immer das Gleiche. Und deswegen ist es gut, wenn ich jetzt ein bisschen vorproduziere. Oh, moldy bread. Fuck you, moldy bread. I don't need you anymore.
Ich schlag dich mit der Dose tot, du böser Zombie. Wie habe ich das jetzt gemacht? Wie habe ich die jetzt weggeschmissen? Die wollte ich ja nicht vorne wegschmeißen. So eine Dose ist doch immerhin ein bisschen Metall. Schwein! Ich habe leider keinen Platz im Inventar dafür. Chicken. Ein bisschen Chicken. Das kann nicht schaden. Ein bisschen Chicken ist immer gut. Ein bisschen Chicken. Das kann nicht... ich habe Dreckwasser dabei. Das kann nicht schaden. Ein bisschen Chicken, das tut not. Na, ich bin heute irgendwie gesangstechnisch unterwegs. Ich spring mal wieder ins Wässerchen hier. Ich bin undetected, Leute. Pistol Barrel. Ich sollte eigentlich auch noch ein bisschen... Ja, ich stinke... Ich sollte eigentlich auch noch ein bisschen, jetzt was war's, was ich noch ein bisschen sollte, ein bisschen heim, weil ich einfach bald nichts mehr zum Trinken habe. Ich bin immer noch undetected. Irgendwo da drüben muss unser Haus sein, glaube ich. Ja. Ja, ich laufe jetzt trotzdem mal ein bisschen. Weil wir sonst so ewig brauchen, um von der Stelle zu kommen. Und das wollen wir ja nicht, ne? Nee, das wollen wir nicht. Ein bisschen in Müll kramen. Das hat ja noch nie geschadet. Ein paar Federchen. Ein Lauf einer Pistole, na, was da nicht alles im Müll liegt. Das Schöne ist nämlich, man kann sich auch von diesen Sachen, wie dem Lauf der Pistole und so, kann man sich auch, ich grab hier gerade nochmal ein bisschen nach Lehm, kann man sich auch Formen bauen, die man dann schmelzen kann. Ich glaube, das werde ich jetzt nämlich auch angehen demnächst. Anstatt dass man immer nur Barren macht. Achso, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Schmeiß mal das hier doch mal weg. Blaubeersamen ist jetzt auch nicht so ganz geil, was da. Na gut, dann nehme ich das mal mit und werfe dafür den Pokal hier rein. Ich bin noch undetected. Ihr seht mich nicht, ihr hört mich nicht. Ich würde gerne noch ein bisschen Clay abbauen. Ah, toll. Und haunted. By a zombie bitch. I am haunted by a zombie bitch. Das war eine Tussi, glaube ich. Vom Geräusch her war es eine Tussi. Eine liebe Mutti. Mutti. Ich bin undetected. Juhu. Kann ich nochmal ein bisschen auf Gründelfahrt gehen hier? Das sieht gut aus. Das ist Clay. Den wir brauchen für unsere Förmchen. Für unsere formschönen Förmchen. Mal wieder nach oben. So. Falschen unbehöflicher Clay. Komm schon. Komm schon, Clay. Enttäusche mich nicht. Ja, sehr gut. Drei Clay, das sollte reichen fürs Erste. Ich möchte jetzt gern ungesehen in mein Haus kriechen. In der Hoffnung, dass das geht. Damit ich möglichst schnell meinen Hirschen braten kann, damit ich nicht mehr stinke. Das würde schon ganz schön Aufmerksamkeit von mir nehmen. Und das wäre natürlich super. Ihr seht mich nicht. Wir müssen jetzt ganz leise sein, Leute. Ganz leise. Ihr seht mich nicht, ihr hört mich nicht, ihr riecht mich nicht. Da hinten läuft einer, den sehe ich leider. Ich brauche vielleicht noch einen Hintereingang. Steht einer, das ist doch scheiße. Da hinten steht noch mal einer. Toll. Das hat ja perfekt funktioniert. Aha.
Vorbeischleichen wäre vielleicht die bessere Idee gewesen. Jetzt muss man diese Torfköpfe da niederknüppeln und wahrscheinlich kommen dann gleich nochmal 20. Toll. Papier da dabei. Er hat ein Gedicht geschrieben. Brains, 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 heißt das Gedicht. Ja, sehr gut, noch keiner da. Jetzt mittig laufen, mittig laufen. Ich habe echt Angst. Nein, ich bin schon wieder gesenst oder was? Schmeißen wir schnell mal das Zeug hier rein. So. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Leute, niemand zu Hause. Nee, wenn sie einmal gesenzt haben, dann sollte man... Ja, der haut schon auf meine Wand. Ey, Hässlichkeit, willst du aufs Maul oder was, hä? Lan, Alter. Na gut. Ich bin undetected. Ich bin undetektiv. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ne? Das ist jetzt ein bisschen lame, sorry. So. Das ist doch wunderschön. Und das kleine... Ah, hinter unserem... Naja, da kann ich jetzt nicht mehr... Doch, da kann ich hin, ne? Hinter unserem Haus war doch immer ein Sportsbag. Oh ja, den habe ich gut eingezimmert. Schön. Kaffeechen. Ich koche mir ein Kaffeechen. Ein kleines, leckeres Kaffeechen. Damit ich auch was zum Trinken habe. Das war schon geil, wie ich mit der Armbrust einfach zweimal vorbeischieße. Man hat halt kein richtiges Scope. Bin ich schon wieder gesenst? Nein. Ein Scope wäre echt geil. Ein Scope für die Armbrust und die wäre richtig, wär eine richtig geile Waffe. Aber nein, habe ich leider nicht. Braten wir lieber oder kochen wir es lieber? Ich glaube, wir braten es lieber. Also wir grillen es lieber. Ja, weil fürs andere brauchen wir auch noch Wasser. Und ich haue nur sehr ungern zusätzlich Wasser raus, wenn es nicht sein muss. Ich stink schon wieder, jetzt riecht mich gleich wieder der Zombie, ey. Da draußen läuft doch schon wieder ein Zombie rum. Na, jetzt nehmen wir erstmal ein Schlückchen. So. Gluck, gluck, gluck. Ja, da hat er angefangen, die Wand kaputt zu hauen. Wir können auch zuerst noch ein bisschen Eisen schmelzen. Oder Formen basteln. Das wäre auch eine schöne Beschäftigung. Moment. Hier ein bisschen Clay draus. So. Undetected, sehr gut. Und dann können wir doch hier irgendwo... nein, hier. Brass Ingot können wir auch mal... Ich weiß nicht, was Brass heißt, muss ich sagen. Da fehlt mir irgendwie die Fähigkeit... Ich glaube, da ist jemand in unsere Absperrung gelaufen. Das ist ganz gut, damit die weggeht. So. Bullet Casing. Ja, das ist für Munition. Gut, dann machen wir uns doch mal eine Munitionsform. Ich habe sowas dabei, das ist gut. So. Für alles ein schönes kleines Förmchen. Formschöne Munition wird das. So. Was können wir noch machen? Zement-Mold. Zement? Okay, nee, brauchen wir nicht. Window-Mold ist jetzt auch nicht so ganz wichtig momentan. Jar-Mold, das ist geil, dann kann ich mir Gläser selber machen. Wie geil ist das bitte?
keine Probleme mehr mit Gläsermangel, damit er sich. Ja, ihr wisst schon, ne? So. Ein Jar Mold. Hervorragend. Und jetzt tue ich die mal wieder in mein Kistchen räumen. Das hier wird meine Mold-Kiste, dann muss ich die andere Mold noch überholen. Glass Window, nee. Lead Mold kann ich noch brauchen, das habe ich auch noch keins. Lead war Blei, ne? Glaube ich, oder? War Lead Blei? Ich meine. So. Pistol Barrel Mold. Genau das meinte ich nämlich. Ich kann dafür die verschiedenen Teile meiner Waffen auch noch Molds machen, damit ich mir die einfach beliebig oft machen kann, weil das nutzt sich ja natürlich auch ab, so eine Waffe, ne? Ist ja klar. Okay, jetzt brauche ich erst wieder Clay. So. Hier habe ich auch noch Teile von Waffen, wo ich dann auch mit der Molds draus machen kann, damit ich mir irgendwann mal richtig Waffen basteln kann. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja. Cobwebs, was auch immer Cobwebs sein sollen. Davon habe ich einige. Essen wir mal einen Happen, weil uns geht schon wieder. Hier hängt schon wieder der Magen in den Kniekehlen. Und trinken müssen wir auch dringend, ja. So. Aber wir sind schon wieder gesenzt. Komm her, du hässliche Zombie-Schuppe. Sorry. Oh, 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 oh. Die schreien so laut, die scheiß Spider-Zombies. Das ärgert mich ein bisschen. Weil es hört dann immer jeder andere Zombie in der näheren und weiteren Umgebung. So wie der da drüben, der jetzt nämlich ins Wasser geht. Bloß deswegen. Könnt ihr auch mal leise schreien, Leute? Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen Lehm sammeln. Damit ich wieder weiter basteln kann mit meinen Molds. Das wäre ganz cool. Das Fleisch muss ich garen, wenn gerade mal kein Zombie vor der Tür steht. Weil die mich ja so sofort immer sensen. Sensen, das klingt irgendwie komisch. Sie bemerken mich halt sofort, ne? Ihr wisst, von was ich spreche, und das ist die Hauptsache. So, hat's denn hier noch irgendwo kleinen süßen Clay? Es sieht von oben so aus, als hätte es da Clay, aber es hat keinen. Da ist doch, das müsste Clay sein, glaube ich. Oh, Mutti. Ich hatte schon wieder irgend so eine Mutti wahrgenommen. Malta. Ich will doch bloß ein bisschen Clay. A little bit of clay, Ines. Mann. Madre mio. Mutti. Ach nee, das ist ja Papi, ne? Papi, hallo. Nude Walker. Ein kleiner Nakidai. Er hat nichts dabei. Ja, wen wundert's? Wo soll es auch hinstecken? Das kann ich wieder nicht abbauen da. Das ist zum Kotzen. Ich möchte ein bisschen Clay. Give me the clayiness in my inventory, please. Hunted. Na super. Na super. Und schon bin ich wieder hunted. Man kann wohl auch unter Tage irgendwo Clay finden, aber die Chance ist wohl sehr klein und man sollte es wohl angeblich lieber in Flüssen suchen. Habe ich zumindest gelesen. Denn ich bin ein sehr belesener Mensch. Es geht so. Aber wenn ich nicht weiterkomme wie hier mit dem Clay, weil ich wusste halt echt nicht, wo ich das herbekommen soll, dann lese ich halt auch mal
Sand. Geil. Damit können wir nach San Diego. Oh. Ich glaube, ich tauche mal kurz auf. Und wieder runter. Och, Mann. Warum tut er das denn nicht hauen? Das ist doch scheiße. Ich brauche das irgendwie an einer besseren Stelle, wo ich besser hinkomme. Ja. Nee, undetected. Ich weiß nicht, er hat irgendwas anderes entdeckt. Ach komm schon. Immerhin eins. Bin immer noch undetected. Ich wollte gerade nochmal den Undetektiv-Witz bringen, aber ich habe gedacht, das lasse ich jetzt mal lieber. Nach dem dritten oder vierten Mal nutzt er sich dann vielleicht doch ein klein wenig ab. Ich gründel hier noch ein bisschen nach Clay. Es tut mir leid, das ist ein bisschen langweilig. Aber was soll ich machen, ne? Was soll ich machen? Ich würde sagen, so gegen 14 Uhr machen wir ein kleines Folgenpäuschen. You are drowning. Hm, das klingt gut. Gut, dass da ein Tipp steht. Hm. Mal schauen, wie viel wir jetzt wirklich haben. Drei wieder. Ja, das ist zwar okay, aber es ist auch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Ah, ich glaube, das nehmen wir jetzt einfach mal, die drei. Bauen damit noch ein paar Förmchen. Und dann würde ich sagen, war es vielleicht auch schon wieder. Müssen wir mal schauen, wie weit wir noch kommen. Mann, da sind so viele Zombies. Auf dem Server ist es so voll einfach. Ich nehme noch ein bisschen hier was von dem fertigen Holz mit, das hier so rumliegt. Auf beiden Seiten gleich wieder. Dieses Geräusch. Ich könnte das gar nicht nachmachen. Irgendwie so machen die, ja. Laufen wir mal da ein bisschen ins Bergchen hoch. Ach, das ist ein, ich dachte, das wäre ein Müllsack, jetzt ist das ein Zombie. Hier ruckelt es wieder ein bisschen, weil er die Karte irgendwie nicht drin hat gerade. Merkt ihr, ne? Boah, das ruckelt richtig heftig, sorry dafür. Kann ich auch nicht wirklich viel dafür, aber es ist halt so. Es ruckelt der Laptop am rauschenden Bach. Ruck, ruck. Ja, ich spiele ja gerade auf... Das hier spiele ich mal auf dem Laptop, während ich seit einiger Zeit Warlords of Draenor auf dem iMac spiele. Einfach aus dem Grund, damit ich nicht eine Festplatte mit beidem Filmmaterial vollpacke. Also ich habe noch externe Festplatten, aber die sind alle USB 2.0. Das USB 2.0 geht, aber es kann halt nicht live drauf buffern. Das geht halt nicht. Dann laggt das gesamte Aufnahmeprogramm. Und das ist natürlich auch scheiße. Ich hätte auch an so ein kleines Seechen hier hinsitzen können, eigentlich mit meinem Haus. Fällt mir gerade so ein. Hier habe ich 8 leere Glasteile, die könnte ich gerade mal eben voll machen. Wenn ich schon hier bin, an dem kleinen See. So. Schauen wir mal kurz auf die Mappe, wo wir denn so sind. Da ist mein Haus. Okay, also gehe ich jetzt da vorne neben den komischen Bauten da rechts. Also es sind ja noch Häuser. Aber die sind immer so voll mit Zombies, ne? Das hat man schon ein paar Mal, die Geschichte. Aber ihr seht, das hier ist neues Gebiet. Auf der Map war es noch nicht eingezeichnet und deswegen laggt es hier gerade ein bisschen. Hm. Na, das sieht ja schon ein bisschen abgerissen aus, ne? Da stand bestimmt mal mehr. Oh, das sieht aus, als wäre das von irgendeinem Spieler mal gebaut worden. Oh, ich... Ja, da drin stehen ein Haufen Zombies. Ja, das ist wahrscheinlich mal von einem Spieler gebaut worden hier. Hm, rest in pieces. Ein paar Döschen, die nehmen wir doch direkt mal mit. Ne. Moldy Bread brauche ich definitiv keins. Bullet Chasing ist auch was Feines.
Wir müssen jetzt da runter, um nach Hause zu kommen. Also ich muss sagen, der Spot für mein Haus ist nicht perfekt gewählt. Also ganz ehrlich. Da hätte es schönere gegeben irgendwie. Aber naja, muss man sich ja eben bauen. Vielleicht eine Klippe oder irgendwie. Dass ich mich, oder vielleicht habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich mich vielleicht einmauern soll. Also mit Erde einpacken soll irgendwie. Weiß ich noch nicht. Den Fluss umleiten, das sind alles noch Geschichten, die wir noch machen können, auf die ich echt noch Bock hätte. Es sind natürlich wieder 1000 Zombies an dem Haus, wie immer. Aber ja, müssen wir mal schauen, ob wir das noch hinbekommen. So, hier nochmal den Müll mitnehmen eben. Ein paar Federchen im Müll. Das war der Altfedermüll. Oh, wir sind sogar schon vorbeigelaufen an unserem Haus. Wer schreit so spät? Bei Nacht und Wind. Es ist der Zombie mit seinem Kind. Oder der oder das Zombie. Nee, der Zombie. Nicht das Zombie. Also unser Haus sieht von außen schon richtig schäbig aus, muss ich mal sagen. Das sieht schon mega schäbig aus. Man sieht aber sofort, dass es ein Spielerhaus ist. Na, Mann, das sieht richtig mies aus. Aber so ist das nun mal, ne? Aller Anfang ist schwer. Und ich würde sagen, wir sind sogar fast schon über den Anfang raus. So, ich würde sagen, ich grill jetzt gleich mal kurz. Und während ich grille, schreibe ich dann dem netten Männchen da zurück, das mir da geschrieben hat, Nighthawk OB. OB klingt ein bisschen komisch, ne? Ein bisschen komisch. Ich nutze die Gunst der Stunde, dass gerade kein Zombie so viel dazu in der Nähe ist. Und was verbrenne ich gleich wieder? Baumstämme will ich nicht. Ein altes Sofa. Ja, das hält 29 Sekunden. Und in der Zeit, ich habe doch irgendwo, ja, Bücher, genau. Dann heize ich nämlich mit denen auch nochmal ein bisschen ein. Büchlein. So, hält auch nochmal ein Weilchen. Das sollte... Ach nee, ich habe nicht angefangen zu kochen. Scheiße. Naja, reicht nicht ganz. Mit Sand kann man wohl nicht heizen. Nehme ich mal an. Ein Holztreppchen? Ja, das reicht. Sehr gut. Dann schreibe ich dem netten Herrn mal zurück. So. Wie gesagt, das hier ist ein PvP-Server, wenn auch kein richtiger, sondern bloß so ein Light-PvP-Server, könnte man sagen. Ich nehme mal ein paar Sachen hier raus, die ich vielleicht gleich noch... für die ich gleich noch Formen bauen kann. Hier habe ich auch noch ein bisschen Clay. So, ich glaube, das war's hier aus der Kiste. Wir sind auch noch... Nein, wir sind schon wieder sensed. Scheiße. Oh nein, ich bin wieder in unsere Falle gelaufen. Scheiße. Hey, was mich diese Falle schon an Leben gekostet hat. Das ist echt unwahrscheinlich. Oh, you are bleeding. Scheiße. Wo ist mein Verbandszeug? Fuck! Aber ich habe wieder alles, alles gut, kein Problem. So. Was machen wir denn jetzt? Soll ich hier vielleicht gleich ein bisschen weiterbauen, wenn ich hier schon stehe? Ich könnte gleich noch ein paar Wooden Frames produzieren. Das war ja wieder super edel, wie ich das gemacht habe. Ich würde sagen, während ich die Wooden Frames produziere, mache ich mal ein Folgenpäuschen. Und das war's für heute von 7 Days to Die. Ein trauriges Ende, aber was soll man machen? Und wir sehen uns morgen wieder, übermorgen wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss.
Ja, trauriges Ende. Aber jetzt gleich auf dem Dach gespawnt. Das ist natürlich ganz praktisch. Können wir gleich ein paar Woodframes verteilen und wieder ein bisschen weiterbauen. Und ich würde sagen, wie wir das machen, das zeige ich euch in der nächsten Folge von 7 Days to Die. Bis dahin, macht's gut, bleibt dran, tschüss.